Und damit seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engelotte. Willkommen im Untergrund. Welcome to the Underground. Ja, jetzt werden wir hier erstmal ein paar Parts im Untergrund verbringen. Ganz genau. Und uns hier erstmal umschauen. Ach, Schande. Sind wir hier hineingeraten? Sind jetzt diese Dungeons? Wenn man die Pokémon bekämpfen und fangen kann, oder? Wie jetzt? Ein Bammelin. Wollte nicht einer ein Bammelin haben, was er gegen ein anderes Pokémon tauschen kann? Ja, aber instant erstmal auf Flucht. Was haben wir hier in Bilica? Nein. 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 Geh mal weg. Nein. Wenn ich gegen dich kämpfe, auch gegen dich nicht. Nein. Nein. Lass mich in Ruhe. Und was wollt ihr denn von mir? Okay. Nein, verfolgt werde ich hier. Unsere Rundhöhlen. So. Mal ein bisschen meinen will ich hier mal. Haben wir schon unser Werkzeug, das war hier mal. Und was haben wir jetzt hier aufgesammelt? Mal ein bisschen Wendung zu suchen und ein bisschen. Okay. An der Wand ist ein kleiner Vorsprung, möchte ich versuchen dort zu graben. Ja, genau. Ah ja. Das kennen wir aus der DS-Version schon. Oh, im Erkundungsset befindet sich eine Notiz. Nach Schätzen graben. In deinem Erkundungsset findest du einen Vorschlag über deine Spitzhacke. Mit diesen Werkzeugen kannst du wahre Schätze aus den Wänden holen. Aber achte darauf, alles auszugraben, bevor die Wand einstürzt. Schaffst das, viel Glück, Trainer. Du hast in der Wand etwas entdeckt. Drei Objekte. Okay, wir kennen auch das Prinzip. Okay, mit R können wir zum Vorschlag nochmal wechseln. Ist doch nicht das erste Mal, dass ich hier. Dass ich in den Untergrund hören was suche. Ah, ja. Hab es doch schon damals der Pokémon Diamant gespielt und da mal ein riesig großes Juwel gefunden. Liegt doch safe was drunter. Ja, sag ich doch. Das war unvorsichtig. Drei Juwelen. Komm, da muss hier oben noch was sein. Oder? Wo ist das dritte Juwel? Der stützt die Wand ein. Oha. Sehr schön. Du hast alles ausgegraben. Das war doch ein erfolgreiches. Erstes Mal. Du hältst eine Purpursphäre L. Du hältst eine Purpursphäre S. Du hältst eine Indigosphäre S. Na, die Ausbeute war wahrscheinlich jetzt nicht die heftigste, aber so eine ganze Zeit so ein. Damit können wir Freunden zurufen, dass es hier was zum Hämmern gibt. Da sollen sie kommen und mithämmern. Wahrscheinlich. Es gibt hier immer an den Stellen, wo hier solche Bretter sind oder wie? Was liegt da oder was hat man da? Also damals in Pokémon Diamant hat es hier mal ein bisschen gefunkelt. Muss man gucken, dass man da
dass man da dem Funke nachgeht. Hallo, ich bin Miriam. Ich habe meine eigene Geheimbasis errichtet. Du kannst dir eine einrichten, indem du mit einem Einwegbohrer ein Loch in die Wand bohrst. Okay, und wo kriegst du einen her? Schon lange her, dass ich das Mal gespielt habe im Untergrund. Kriegt man hier einen Einwegbohrer her? Was bist denn du? Okay. Ja, sieht nicht so spannend aus. Die Pokémon, die hier in den Untergrundhöhlen sind, muss ich ehrlich sein, bisher nicht so spannend. Das Kram, das interessiert mich am ehesten. Und die Höhle zu bauen, die Untergrundgeheimbasis. Hallo, ich bin Suse. Ich bin immer total aufgeregt, wenn ich eine Steintruhe öffne. Ich hoffe jedes Mal darauf eine Statue zu finden, die ich noch nicht kenne. Eine Steintruhe? Okay, haben wir irgendwas gefangen? Vielleicht bin ich noch blind und sehe die Spuren nicht, wo es hier leuchtet. Ich glaube, wir hatten da einen Knopf, den wir drücken könnten. Guck mal, ein Diamant, wo es dann kurz aufgeleuchtet hat auf dem Bildschirm, und dann konnte man sehen, wo die Sphären zu graben sind. Hast du kleine Sphären, dann können wir tauschen. Oh, Dekoobjekte. Oha. Prismensphären 50. Trapezsockel. Wir haben noch nicht so viel. Zum Tauschen lohnt sich das hier noch nicht so wirklich. Später dann, wenn wir eine Menge lange gegraben haben. Okay, wo können wir denn hier graben? Ich dachte hier an den Stellen hier. Ah, hier können wir. Hier ist ein Vorsprung. Können wir wieder graben. Das hat aber lange gedauert. Zwei Objekte in der Wand. Okay. Das Minenfeld erstmal freiräumen. Natürlich ist ja nichts. Nicht die Bohne. Ah, hier ist was. Was ziemlich Großes. Oha. Sieht nicht nach dem gewöhnlichen Zeugs aus. Okay, hier mal. Das ist natürlich ärgerlich, wenn wir jetzt draufhauen und... Die Wand ist eingestürzt. Oha, was haben wir denn hier? Eine Edelsteintruhe. Okay, die Steintruhe beginnt zu leuchten. Das erinnert ja fast an Lootboxen. Was? In deiner Steintruhe war eine Frostedier-Statue. Sind Lootboxen. Bloß halt, dass man sie nicht kaufen muss, sondern dass du die halt im Kram erhältst. Mhm. Kriegst du wertvolle oder unwertvolle Statuen von. Okay. Sammelobjekte. Können wir hier nicht graben? Sieht nur nach so einem Grabeort aus. Aber wohl nicht. Okay, ich habe mich längst verirrt. Kann man hier irgendwie einen Einwegbohrer haben wir hier noch nicht. Kriegen wir einen her? Dann will ich mal meine Basis bauen. Oh, ein Enton. Hat hier wieder so ein bisschen
Pokémon Let's Go-Stil, obwohl du auf der Oberfläche die fangen konntest. Enton fange ich mir doch mal. Vielleicht braucht man das irgendwie. Wasser-Pokémon weiß nicht, haben wir noch Wasser-Pokémon im Team? Ich glaube eher nicht. Wenn man Entoron können wir ganz gut gebrauchen. Das wäre eine ganz gute Ergänzung fürs Team. Wasser-Pokémon würde dem Team, glaube ich, nicht schaden. Können wir hier mal ein bisschen kämpfen. Kratzfurie. Wir wollen es ja nicht gleich kaputt machen. Okay, vielleicht sitzen wir dann doch. Oha. Das greift sehr effektiv an. Tempo-Hieb. Hoffentlich nicht zu effektiv. Flinkklaue. Ne, ist nicht zu effektiv. Sendkopfstoß. Mordu wurde besiegt. Was? Skandalös. Los, Mary. Du machst dir den Platzhalter, um das Pokémon zu fangen. Müssen wir dann mal gucken, wo wir wieder an der Oberfläche sind. Müssen wir schauen, ob wir das Enton mit ins Team nehmen. Wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Mew ist zwar ein gutes Teammitglied, ein starkes Teammitglied, aber da ist Enton vielleicht doch schon irgendwie. Ich weiß nicht. Ein Wasserbrunnen noch mit dem Team zu haben, ist vielleicht dann doch ein bisschen. Und mit seinem Kopfstoß hat er jetzt schon eine Attacke, die wir gebrauchen können im Kampf. Und Entoron spielt das auch nicht zu unterschätzen. Oh, Tackle. Ich glaube, den müssen wir noch ein bisschen schwächen hier. Aussitzer. Was willst du? Marie ist blockiert. Ach. Da hat Biss. Die Tag hat Marie verfehlt. Aber ist es nicht zu Tode? Ach komm. So viel dazu. So viel dazu zu Enton fangen. Marie erreicht Level 19, Tagjure Level 20. Grimasse. Takiro. Grimasse kann nichts, dann ja. Nicht erlernen. Vielleicht ein andermal. Gino wette graben. Waren wir glaube ich schon. Also hier gibt es eine kleine Minimap, da weiß ich. Bin ich mir auch nicht sicher, wo ich bin. Ich glaube, ich bin der rote Punkt oben. Die Map ist nochmal ein bisschen mini. Ach, Großkotte. Hier ist noch ein Enton. Können wir nochmal versuchen. Fangen wir uns den Enton hier unten. In den Untergrundhöhlen. Das wird tatsächlich gar nicht so blöd. Ich weiß nicht, was ich eigentlich geplant habe, aber Entoron dann später als. Gar nicht meine blödste Idee. Ein Wasser-Pokémon noch als Verstärkung dabei zu haben. Ja, das war klar, Mary war eh schon am Arsch. Mit Kämpfe hier in den Unterhöhlen, die macht das ja noch spannender. Bringt einen noch mehr Zeit hier zu verbringen. In den Höhlen. So, Flügelschlag. Okay, da müssen wir mehrfach einsetzen. Konfustrahl. Und das Ding nicht verwirren.
Na komm. Ach, Krikus. Prof, ich bin enttäuscht von dir. Na komm, jetzt. Jetzt lässt sich's vielleicht doch mal fangen. Level 20, doch können wir direkt, kann direkt im Team bleiben. Ich meine, das müssen wir wahrscheinlich erstmal auf die Box schicken, aber. Ist schon voll auf dem Level. Wenn wir es schaffen zu fangen. Los, Pokéball. Den Superball haben wir leider verbraucht. Ach, verdammt. Warum brechen die so doll aus hier? Das ist doch nicht wahr. Sollen wir mal mit dem Finsterball probieren? Mein ganzes Team geht hier zugrunde hier, während wir da versuchen, das Team zu fangen. Mein Teammitglied zu fangen. Los, Yomi. Ja. Finsterball wird, glaube ich, nicht wirklich was bringen, oder? Na gut, wir haben eh nur einen. Verbrauchen wir ihn. Dieses Enton, das ist eigentlich. Das ist mit allen Wassern gewaschen. Das kriegen wir nicht gefangen. Das ist doch mal verwirrt. Das Enton nicht, aber mein Pokémon. Na komm, bleib drin. Heilige Scheiße. So, was sollen wir machen? Die Absorber. Na, Kolbani wird dir nicht viel helfen. Na komm, jetzt. Das ist doch nicht wahr. Enton besiegt. Die Mission Enton fangen, das ist heute irgendwie vergebens. Wenigstens mal Levels und Erfahrungspunkt fürs Team. Ist noch ein weiteres Enton. Bis wir Game Over gehen hier. Und bevor wir das tun, sollen wir hier aufhören. Und uns aufs Kram konzentrieren. Wolke 7 Enton. Und Level 19 weiblich. Da müsste mir ja wieder einen weiblichen Namen einfallen lassen. Ach du Schande. So, Absorber. Sie ist ja wieder scheitern. Sehr. Okay. Sieht der Attacke voraus. Ob mir das was hilft, weiß ich nicht, aber von mir aus. Aussetzer. Das ist schlecht. Ja, wegen Aussetzer und so, das ist auch eine. Verzeihung. Mal wieder genossen. Aussetzer ist auch eine tolle Attacke. Ja, wenn es nicht gerade uns betrifft. Pokémon wechseln. Takiru. Da hau mal ein bisschen drauf. Mit den Kampfattacken. Ach du Scheiße. Wen haben wir denn überhaupt noch hier? Chaos Code. Klaps. Ja, das mit dem, die Sache Mew ist halt so, das ist so, da kann man, das dauert relativ lange, dem Mew. Ich drehe hier am Rad, das ist, ich werde bekloppt. Zum blöden Pokémon zu fangen. Stafette, Allianz. Ich wollte gerade sagen, die guten Attacken kommen erst später, aber ja. Ein Schlurp. Ja, schön, aber. Verzicht auf Schlurp. Nicht haben wir schon. Noch ein Enton hier.
Natürlich nicht, wenn man beide besiegt. Lassen wir das erstmal. Unser Team ist eh futsch. Was für eine Schande hier. Gibt es auf der Minimap so kleine Pünktchen, wo es da hier was auch immer die wir hier unterwegs aufsammeln? Hier zum Beispiel ist ein Punkt. Müssen wir doch eigentlich hier irgendwo graben können, oder? Oder können wir hier graben? Ich verstehe es nicht ganz. Hier geht es wieder rein zu einem Dungeon oder was? Fragezeichen sind die hier. In Dungeons. TM-Angeberei. Okay, hier geht's nicht raus. Hilfe. Ich bin eingekesselt. Das ist eine Sackgasse. Ah, hier an der Wand können wir graben. Wie sehen wir das? Also scheinbar ist da was, wie der Stern auf der Map das sagt, aber es ist schwer zu sehen. Ah, hier ist was. Die Steintruhen sind wahrscheinlich relativ selten. Davon werden wir nicht oft welche finden. Oh, das ist natürlich ärgerlich hier. Haben wir noch geschafft. Gibt es hier noch mehr oder? Ne, nur zwei. Die Wand ist eingestürzt. Du erhältst eine Puposphäre S und eine Weißsphäre S. Ist aber ja pink. Wir haben so eine ganze Weile graben, hier irgendwelche Sachen tauschen zu können. Mein erstes Ziel wäre mal, uns einen Bohrer für eine Basis zu besorgen. Ich bin Tim. Gräbst du in den Wänden der Untergrundhöhlen, kannst du Schätze zutage fördern. Schlägst das Entdeckerherz, da schlägt das Entdeckerherz gleich viel höher. Und hier soll es noch was geben. In der Ecke muss man halt die Wände absuchen. Da drüben vor der nächsten Höhle. Was sammeln wir eigentlich unterwegs auf? Das ist wahrscheinlich die 46. Was war? Ah, hier ist ein Vorsprung. Diese Vorsprünge sieht man ja gar nicht. Vier Objekte. Okay. Da müssen wir mal aufmerksam aufpassen, wie viele Objekte in der Wand sind. Hier ist das erste. Keine Schläge verschwenden hier. Okay. Okay, hier haben wir das dritte.
Vierte wird knapp werden. Ich vermute es hier unten. Ah ja. Wenn das mal kein Beleber ist. Ist alles ausgegraben. Hurra. Das zweite Mal, dass uns das gelungen ist. Du hast eine Weißsphäre S. Ein Purpursphäre S. Indigosphäre S. Ein Beleber. Und solche Items kann man hier also auch finden. Aha. Da unten gibt es noch was, da sehe ich noch was leuchten. Das wüsst natürlich auch, wo wir den. Du wüsst auch gern, wo wir den Typen finden, der uns vielleicht in der Oberwelt. Und der uns einen Eimerbohrer gibt. Ah, hier ist ein Vorsprung. Mittlerweile werde ich fast schon gut. Vier Objekte. Um die zu finden. Daran werde ich langsam gut. Die Stellen in der Wand meine ich. Das erste, alle vier werden wir jetzt hier nicht mehr kriegen. Das befürchte ich fast. Oha. Okay, zwei haben wir gefunden, immerhin. Oh, das ist. Au, da war eine Box gesehen, das war eine Kiste mit einer Statue drin. Das ist ja traurig. Eine Großgrotte, Scheinungs, Enton. Wir gehen hier jetzt noch K.O. Ein Enton-Wild erscheint. Und wahrscheinlich das einzige, was wir noch im Team haben, was noch funktioniert. Absorber. Es blockiert. Ja, was soll man nun machen? Stachelspore wird nicht viel bringen. Und Chaoscode kann noch einsetzen. Der doch eine neue Attacke erlernt, oder? Kann ja doch mal kämpfen. Level 20 müsste doch ganz passabel sein. Ja, die Kratzfurie halt, hält er aus. Vor allem, wenn er nur zweimal getroffen wird. Staffette. Was kann das? Defensivattacke. Oder was? Was? Als ob nein. Was für eine blöde Attacke. Damit kannst du ihn anders einwechseln. Hätte ich mir beim Namen fast denken können. Na toll. Ah, die Attacke ist nicht mehr blockiert. Das ist gut. Das ist eine, das, dafür kann das eine gute Taktik sein. Dafür ist die Attacke gut. Attacke blockiert und einmal austauschen und einmal wieder einwechseln. Hm? Und so mal. So im roten Bereich. Na komm, das muss doch jetzt. Das müssen wir noch reinhauen können, oder? Aquarelle wird ja auch nicht viel helfen. Das Enton ist, glaube ich, das ist. Vielleicht rede ich auch Schwachsinn, aber ich denke, das ist schon. Kann man im Team haben. Das ist eine gute Vertretung für Mew. 1, 2, 3.
Nice. Enton, willkommen im Team. Entoron spielt da als Wasser-Pokémon nicht das Schwächste. Für Enton wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Müsst du Enton einen Spitznamen geben? Natürlich. Aber welchen?